Was sagen Leute, wenn sie hören, dass du vegan bist? Oh, Vegan? Dann kannst du ja gar nichts essen. Ich könnte das nicht. Ich brauche ab und zu mein Fleisch. Deckst du dann überhaupt deine ganzen Vitamine und Bedarfe? Was, du? Hast du früher mal Fleisch gegessen wie Sau? Wo geht man denn da einkaufen? Das könnte ich nicht. Das ist zu kompliziert. Das sind so die Sachen, die mir auf jeden Fall als erstes immer entgegenschlagen. Wir schreiben das Jahr 2017. Menschen, die sich vegan ernähren, können sich jetzt auch in den Regalen ganz normaler Supermärkte mit Ersatzprodukten eindecken, statt in Reformhäusern und Biomärkten. Sojabolognese, Gyrosstreifen, Joghurt, Aufstriche, Milchersatzprodukte, vegane Sahne, Aufschnitte, Tofu oder Frischkäse gibt es auch in Magdeburg. 2016 bezeichneten sich deutschlandweit 800.000 Menschen als vegan. Zum Vergleich, Vegetarier waren es 5,3 Millionen. Trotzdem, die Zahl der Veganer hat extrem zugenommen. 2008 sollen es noch 80.000 gewesen sein. Seit 2009 bzw. 10 sind Heiko und Marie vegan. Seit 2012 betreiben die beiden neben ihren normalen Bürojobs magdeburg-vegan.de. Das Infoportal für Tierrechte, Veganismus und Nachhaltigkeit in Magdeburg. Ich habe angefangen, mich vegan zu ernähren und damals gab es halt noch nicht viel. Und ich habe halt geguckt, wo gibt es denn was? Ich habe im Internet recherchiert, konnte aber nichts so richtig finden. Und dann dachte ich, ach, ich gestalte eh gern Webseiten und wenn ich jetzt irgendwo was finde, stelle ich es da einfach mal rein. Und irgendwer wird bestimmt mal bei Google danach suchen, ob in Magdeburg es tierversuchsfreie Kosmetik gibt oder wo es denn Tofu gibt. Und ja, so habe ich dann damit angefangen und alles, was ich so entdeckt habe, habe ich dann da eingestellt. Und wie wurdest du ein Teil von magdeburg-vegan.de, Marie? Ja, also das kam so, ich hatte einen Infostand zum Thema Veganismus mit Kuchen und Heiko isst sehr gerne Kuchen und kam vorbei und so haben wir uns kennengelernt und ja, heute backen wir zusammen. Und nicht nur das. In den letzten 7 Jahren haben die beiden gemeinsam miterlebt, wie sich das vegane Magdeburg entwickelt hat und ziehen folgendes Fazit. Ja, also ich bin ja alldieweil schon seit über 7 Jahren vegan und da hat sich einiges geändert. Inzwischen gibt es veganen Käse im Supermarkt, vegane Tiefkühlpizza im Supermarkt, also einen Haufen Süßigkeiten. Die Gastronomie ist auch viel informierter als damals. Damals ist man ins Restaurant gegangen und hat gefragt, gibt es denn was Veganes? Die Leute wussten erst gar nichts damit anzufangen. Heutzutage ist das irgendwie alles ein bisschen entspannter, die Leute sind informierter und ja, stellen sich auch drauf ein. Vom Elbufer zum Magdeburger Hauptbahnhof. Auch hier stellt man sich auf reisende Veganer ein. Die Bäckereikette Backwerk bietet in seiner Auslage vegane Wraps an. Zum Beispiel gefüllt mit Salat und Falafel, also Bällchen aus pürierten Kichererbsen, für knapp 3 Euro. Für seine veganen Wraps bekannt ist das Café Zentral in der Nähe des Hasselbachplatzes. Die Speisekarte der Bar stammt aus der Feder des veganen Catering Services Madame Lulu, 2011 gegründet von Lena alias Lulu und Julius. Studentin Franzi wurde vor mittlerweile 3 Jahren von einer guten Freundin der beiden zur verlässlichen Mitarbeiterin, die Küche auch alleine schmeißt, wenn Chef und Chefin im Urlaub sind. Ihr Publikum im Café Zentral zum Großteil nicht vegan. Gab es denn schon mal von dem, ja, wie du sagtest, sehr gemischten Publikum so richtig negative Reaktionen auf euer Essen? Also richtig negativ wüsste ich jedenfalls nicht. Natürlich gibt es halt immer mal irgendwie so, ja okay, das war jetzt nicht der Oberkracher geschmacklich, weil ich finde gut, wir hatten letztes Jahr zum Beispiel ein Jackfruit-Ragout mit Orangensauce und gut, das ist geschmacklich halt natürlich schon irgendwie ein bisschen was, was jetzt nicht jeden Gaumen trifft, aber gut, das hat man in anderen Restaurants, denke ich mal, auch zu Genüge, dass es da dann irgendwie auch mal irgendwie was gibt, was keiner mag. Aber grundsätzlich sind die Leute, finde ich, eigentlich eher überrascht, halt, dass vegan halt eben doch so vielfältig und natürlich dann auch lecker sein kann. Aber ansonsten war es bis jetzt auf jeden Fall durchweg positiv. 2011 wurde die leidenschaftliche Köchin Lena in einem anderen Café angefragt, den Mittagstisch zu kochen. Da dort jeder essen gehen können sollte, war klar,
Die Speisekarte wird tierfrei. So, dann kann das auch schon losgehen. Auch wenn der vegane Gedanke in Magdeburg zu dem Zeitpunkt noch relativ neu war, er kam an, vor allem bei den Studenten der Stadt. Nach Ständen bei jeder Menge Festivals und politischen Kochaktionen machte sich Lena dann mit Freund Julius selbstständig. Neben externen Aufträgen kochen sie im Café Zentral täglich wechselnde Gerichte und Appetizer. Jeden Donnerstag gibt's Burger. So. Übrigens, in Magdeburg existieren mit dem KSK und Las Hermanas sogar noch zwei weitere vegane Catering-Services. Auf die Frage, warum es so verhältnismäßig viele sind, kommen wir später nochmal zurück. Zuerst geht die Suche nach veganen Hotspots in Magdeburg weiter. Mit der App Happy Cow, die vegane Restaurants in der Nähe zeigt. 48 soll es davon 2016 in ganz Deutschland geben, so der Deutsche Vegetarierbund. In Magdeburg sind es immerhin zwei Treffer. Das Hausprojekt Timbuktu mit wöchentlicher veganer Volksküche und das Krops im Breiten Weg, das bisher einzige rein vegane Restaurant Magdeburgs mit einem wöchentlich wechselnden Angebot aus veganen Speisen und Kuchen. Natürlich alles 100% selbstgemacht. Gründerin Luise lebt schon seit vielen Jahren vegan und arbeitete zuvor unter anderem in einem Magdeburger Sushi-Laden. Außerdem betreibt sie mit ihrer Schwester den veganen Catering-Service Las Hermanas. Nachdem sie 2014 von einem längeren Aufenthalt in Nicaragua zurückkommt, wo sie ein kleines Hostel leitete, gründet sie im Juni 2017 das erste rein vegane Restaurant Magdeburgs. Wie kam es dazu? Also, es gab noch keins? Das war so die erste und ich habe irgendwann gedacht, ich möchte gerne einen Laden haben und weil ich selber vegan lebe, war natürlich die einzige Option, dass dieser Laden auch vegan ist. Luise schätzt, dass gerade mal 30% ihrer Gäste wirklich vegan sind, 70% sind einfach offen und haben Lust auf etwas Neues. Wie fällt das Fazit der 34-jährigen gebürtigen Magdeburgerin nach den ersten beiden Monaten Krops aus? Es ist überwältigend tatsächlich. Es ist super Resonanz. Alle Altersgruppen sind dabei, jung, alt, alles. Also es ist fantastisch. Glaubst du, es wäre vor 5 Jahren oder 10 Jahren anders gewesen in Magdeburg, veganen Laden zu eröffnen? Vor 5 oder 10 Jahren? Mit Sicherheit, ja. Bin ich mir fast 100% sicher, dass es da noch nicht so gut gelaufen wäre. Ja. Wie begründest du das, dass es jetzt anders ist? Ich glaube, dass das daran liegt, dass jetzt generell so in den letzten Jahren die Leute wieder zurück wollen zu mehr selbst machen, gesünder, so der ganze Trend weg von Fast Food hin zu ich achte drauf, was ich esse und die ganzen Lebensmittelskandale, die halt auftauchen, ne? Da ein Lebensmittelskandal, da und ich glaube, viele Leute haben einfach keinen Bock mehr drauf so, und wollen lieber wissen, was in ihrem Essen drin ist und so hat sich das irgendwie entwickelt. Auch wenn es nur ein rein veganes Restaurant in Magdeburg gibt, vegan-freundliche Hotspots gibt es jede Menge. Und nach 5 Jahren als Veganerin kennt Luise sie. Neben den vielen asiatischen Läden gehört zum Beispiel dazu. Bei mir ganz oben, würde ich sagen, steht das Orchidee. Das ist ein kleiner Vietnamese am Hassel. Die sind ganz süß und haben 2, 3 Sachen, die echt lecker sind. Und die kochen eben dann auch ohne Glutamat. Grundsätzlich auch die Tapas Bar, das Ghana Brown, ist ein guter Freund von mir, der Betreiber. Und die haben auch ein paar Sachen, die wirklich lecker sind und die sowieso auch anders sind für Magdeburg. Und sonst? Ja, sonst wird es auch dünn. Mit magdeburgvegan.de haben Heike und Marie zumindest einen virtuellen Hotspot geschaffen. Aber auch im echten Leben kennen sie Möglichkeiten, Gleichgesinnte zu treffen. Also ich finde, die schönste Möglichkeit ist hier wirklich der Mitbringbrunch. Der findet ja alle 2 Wochen statt, sonntags um 11. Und ich finde, das ist einfach immer ein schönes Zusammenkommen. Man braucht kein Geld investieren. Jeder bringt irgendwas mit, was er gerne isst, was er gerne zubereitet. Und da entstehen auch immer schöne Gespräche. Oder sich Sophie und Kuschi anschließen und Mitglied in der Magdeburger Ortsgruppe des internationalen Veganerbunds ProVeg werden, der in diesem Jahr aus dem Deutschen Vegetarierbund WEBU hervorging. Seit Oktober 2016 ist die Gruppe mit immerhin 5 Mitgliedern aktiv. Natürlich auch, um die Leute so ein bisschen zu connecten. Also gerade ich hätte es damals toll gefunden, wenn ich irgendjemanden gehabt hätte, an den ich mich hätte wenden können. Also der gesagt hätte, hey Sophie, komm, lass uns mal zusammen einkaufen gehen und ich zeige dir, was es da so für coole Skills gibt oder irgendwie sowas. Und das wollen wir natürlich auch machen. Also, dass uns vielleicht zufällig irgendwelche Leute sehen und die das dann
die davon natürlich dann profitieren können, denen man dann natürlich auch helfen kann und auch generell anderen Leuten vorstellen kann, die eben genauso leben, weil ich weiß, dass man es teilweise sehr schwer haben kann in einer Gruppe aus Fleischessern. Der 29-jährige Kushi ist außerdem einer der Gründer von KSK, neben Las Hermanas und Madame Lulu der dritte größere vegane Catering-Service der Stadt. Seine Vermutung, warum es in Magdeburg davon verhältnismäßig viele gibt? Ich glaube, dadurch, dass es in Magdeburg relativ schwer ist, eine geeignete, gute Location zu finden, um einen etablierten Sitz, Home-Sitz quasi zu haben, ist es einfacher, irgendwie eine Catering-Firma zu machen, die quasi theoretisch auch zu Hause kochen könnte oder sich in andere Küchen einmieten kann, um einfach einen festen Umsatz zu haben. Also so eine Auftragslage wie ein Weihnachtscatering oder so lässt sich einfach besser kalkulieren als eine Laufkundschaft, die eventuell ausbleibt. Und daher ist es wahrscheinlich in Magdeburg so, dadurch, dass relativ wenig Locations sich auch umbauen lassen zu einer Gastronomie, schwer einen guten Standpunkt zu finden, der noch nicht besetzt ist, wo man dann seinen eigenen Laden eröffnen kann. Wohin die vegane Szene in Magdeburg sich entwickeln wird? Heiko und Marie werden das ab 2018 nicht mehr aus Magdeburg direkt verfolgen. Ein Umzug steht bevor. Wir ziehen in ein kleines Häuschen, so ziemlich mitten im Wald, in eine kleine Wohnsiedlung mitten im Wald. Und unser Plan ist eigentlich, auch unser Obst und Gemüse dann selber anzubauen. Von Rettet das Huhn ein paar Hühner zu übernehmen, deren Eier wir natürlich nicht essen, aber denen ein Zuhause zu geben, so ist der Plan. Genau, und die Nachbarschaft zu genießen. Ja. Und noch mehr Veganer hinzuholen. Genau. Moment, ihr werdet auch die Eier eurer eigenen glücklichen Hühner nicht essen? Nein, nein. Also wir haben jetzt, wie gesagt, seit über 7 Jahren keine Eier gegessen. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich das wieder tun sollte. Und man findet für Eier ja auch immer Abnehmer. Also mir ist es lieber, das weiß ich nicht, in der Familie die Leute die Eier nehmen von uns dann, und anstatt welche zu kaufen und das zu unterstützen, ja. Magdeburg-vegan.de soll natürlich auch nach dem Umzug erhalten bleiben und über die Neuigkeiten in der veganen Szene berichten. Habt ihr zum Schluss noch Wünsche für die Entwicklung der Landeshauptstadt? Was ich mir wünschen würde, das habe ich schon vor 2 Jahren in einem Interview gesagt, wäre ein veganes Eiscafé. Das wäre wirklich ganz toll, wenn man mal wieder ein Eis essen gehen könnte. Und zwar ein richtig schönes mit Sahne, mit Haselnusskrokant, mit ganz vielen Fruchtsoßen und nicht nur Sorbet. Wünschen würde ich mir natürlich, dass sich alle vegan ernähren und man in jedes Restaurant gehen kann und vegan essen kann. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es noch mehr coole Restaurants oder sowas geben wird. Aber ich denke, da sind ein paar Leute dran, das zu ändern. Dass man in jedes Restaurant oder Bar oder wo auch immer hingehen kann und mindestens ein veganes Gericht auf der Karte ist. Und dass sich die veganen Bewegungen hier in Magdeburg so ein bisschen mehr connecten. Was ich mir selber für Magdeburg wünschen würde, gut, dadurch, dass ich eben doch Studentin bin, dass sie endlich mal vernünftiges Mensa-Essen hinkriegen, was vegan ist. Dass es noch viel mehr vegane Läden gibt in Magdeburg, dass das Ganze einfach, man hat ja immer, wenn es mehr gibt, dann haben mehr Leute auch die Chance, das auszuprobieren und mehr Leute, man erreicht mehr Leute. Von daher würde ich mir natürlich wünschen, dass es mehr Möglichkeiten gibt und mehr Optionen. Sehe ich das für Magdeburg? Ich hoffe. Ja.